Schalke 04 holt Ko Itakura von Groningen bzw. von Manchester City. Außerdem Mateusz Wieteska ist bei Schalke 04 im Gespräch. Inwieweit der Transfer jetzt überhaupt noch wahrscheinlich ist, darüber werde ich heute sprechen. Außerdem Matthew Hoppe, drei neue Vereine sind an ihm interessiert. Und damit, ja, herzlich willkommen zum Schalke Update. Mein Name ist Kesti, let's go. Jo, Ko Itakura ist also im Anflug auf Deutschland, auf Gelsenkirchen, und das ist jetzt einfach so, dass er heute den Medizincheck macht und dass er den Vertrag heute unterschreiben wird. Ja, vorausgesetzt der Medizincheck läuft und er unterschreibt den Vertrag, dann wird er auch bei Schalke 04 anfangen. Er kommt jetzt erstmal per Laie, und zwar für ein Jahr, und danach hat Schalke 04 eine Kaufoption für ihn in Höhe von 4 Millionen. Sein Marktwert liegt aktuell bei 3,5 Millionen Euro, und Schalke 04 macht diesen Deal natürlich deswegen, um ja sofort Qualität zu haben für die aktuelle Saison, um sofort einen starken Innenverteidiger zu verpflichten und ja, um nicht sofort dann auch eine große Ablöse jetzt zu zahlen, denn finanziell sieht es natürlich noch schwierig aus bei Schalke, gerade wenn die Verkaufskandidaten auch noch nicht verkauft sind. Und ich finde es auf jeden Fall einen super geilen Deal, muss ich wirklich sagen. Der Mann ist der zweiteuerste Spieler im Kader von FC Groningen, sagt ja auch schon einiges aus, auf jeden Fall über seine Qualität. Außerdem habe ich in diversen Foren nochmal schlau gemacht. Der Mann scheint wirklich einer der Top 10 Verteidiger in den Niederlanden zu sein. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein, den wir gebrauchen können für die zweite Liga. So, also er ist Innenverteidiger, hat bei Manchester nicht ein Spiel gemacht, ist sofort ausgeliehen worden zum FC Groningen, ist damals gekommen für 1,1 Millionen von vom Verein Kawasaki Frontale. Und ja, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich bei uns machen wird. Und ich finde es ehrlich gesagt cool. Also Innenverteidiger, da haben wir auf jeden Fall noch eine Lücke gehabt. Aus meiner Sicht zumindest, wenn wir auf Dauer mit Fünferkette spielen wollen, da sind wir einfach ein bisschen dünn besetzt. Jetzt ist noch die Frage, ob Schalke 04 noch jemanden für den rechten Flügel holt. Vielleicht einen spielstarken, dribbelstarken Spieler. Das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Wünsche ich mir zumindest. Jo, der nächste Kandidat, der bei Schalke 04 im Gespräch ist, und zwar ist er ebenso wie Ko Itakura, ist er 24 Jahre alt, ist Innenverteidiger und spielt in Polen, und zwar bei Legia Warschau, hat einen Marktwert von 900.000, und ja, Mateusz Wieteska ist auf jeden Fall einer, der schon sehr viel Erfahrung mitbringt, 114 Spiele in der polnischen ersten Liga, und ja, könnte auf jeden Fall auch eine Verstärkung für Schalke sein, wird jetzt sich jetzt allerdings wahrscheinlich erledigt haben, so bricht es zumindest auch Sport 1, die jetzt auch sagen, dass wir dem Transfer von Ko Itakura sich das Thema dann damit erledigt hat, und davon gehe ich tatsächlich dann auch aus. Jo, und einen habe ich euch noch mitgebracht, und zwar, der Mann steht natürlich schon bei Schalke 04 unter Vertrag. Das ist Matthew Hoppe, allerdings die Frage noch, wie lange, denn letztendlich hat Schalke 04 schon signalisiert, dass man bereit ist, ihn abzugeben für ein Angebot in der Größenordnung 8 Millionen Euro. Diese 8 Millionen Euro, naja, die hat Everton zumindest schon leicht verfehlt. Man hat dort wohl ein Angebot Schalke 04 unterbreiten wollen in Höhe von 2 Millionen Pfund, was ungefähr 2,3 Millionen Euro entspricht. Das dürfte Schalke 04 dann auf jeden Fall wohl ablehnen. Allerdings, jetzt gibt es drei neue Interessenten, und zwar sind es drei holländische Vereine, und zwar Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven und AZ Alkmaar. Und die drei Vereine haben zumindest ja sehr gut gewirtschaftet in der Vergangenheit. Die könnten auf jeden Fall eine dementsprechende Ablöse stemmen. Allerdings, ob sie wirklich bereit sind, 8 Millionen für Matthew Hoppe hinzulegen, wage ich immer noch arg zu bezweifeln. Ich glaube, wir werden uns noch weiter auf jeden Fall, wir werden weiterhin noch mit Matthew Hoppe bei uns rechnen können. Ansonsten, wenn Schalke ihn nochmal verkaufen sollte, dann glaube ich, wird es für weniger Geld sein. Jo, okay, das war's für heute, Leute.
Macht es gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt auch nochmal natürlich eure Meinung zu den Themen hin. Würdet ihr einen Matthew Hopper verkaufen? Wenn ja, für welchen Betrag? Außerdem, was haltet ihr von unserem Neuzugang von Ko Itakura? Wie gesagt, ich bin sehr begeistert von dem Transfer. Ich finde es super und ehrlich gesagt, ich finde in dieser Transferperiode, es fügt sich so viel mittlerweile zusammen, es läuft so viel Gutes, was ich wirklich einfach nur loben kann. Das Einzige, womit natürlich aber auch der Gesamterfolg dieser Transferperiode sich natürlich auch bemessen lassen muss, ist einfach auch der Verkauf der anderen Spieler. Ja, also von einem Matija Nastasic, von einem Amin Harit, von Omar Mascarell und Ozan Kabak. Denn letztendlich, wir sind einfach auf die Kohle angewiesen. Wir brauchen sie jetzt gerade im Verein. Und ich denke aber, dass es so weit kommen wird, dass wir alle vier noch verkaufen werden. Okay, jo, macht's gut, Glück auf, ciao, ciao.